Erika und Ulrich Gregor gehen ins Kino. Das ist erst einmal nicht ungewöhnlich, doch die Eheleute aus Berlin tun das schon seit 60 Jahren. Jeden Tag steht für sie ein Film auf dem Programm, im Kino oder zu Hause. Getroffen haben sich die beiden 1957 als Studenten der Freien Universität Berlin bei einer Filmvorführung, nach der sich eine heftige Diskussion entspann. Also ich fand, er war der Klügste von allen. Und Klugheit, finde ich, ist ein etwas Wunderbares, besonders bei Männern, die im Allgemeinen nicht so klug sind. Offensichtlich eine gute Einschätzung, denn ihre Ehe währt jetzt schon 58 Jahre und hat nicht unter der Liebe zum Film gelitten. Auch ihre Kinder waren von klein auf bei allen großen Festivals dabei. Ein Leben für das Kino, auch beruflich. Der Filmhistoriker Ulrich Gregor organisierte jahrzehntelang das internationale Forum des jungen Films der Berlinale. Erika Gregor saß im Auswahlkomitee. Die Berlinale ist weiter Pflichtprogramm für das Paar. Pro Tag kommen sie auf 5 bis 6 Filme. Die Freude am Bild, wenn die Leinwand aufgeht, die Erwartung, dass etwas sichtbar wird, dass etwas kommt, dass eine Überraschung kommt, die ist immer da eigentlich. Und wir werden nicht entmutigt durch schlechte Filme oder schwache Filme, obwohl wir sehen uns auch schlechte Filme an, denn auch die muss man kennen. In 60 Jahren haben die Gregors schon vieles gesehen, aber noch nicht alles. Und deshalb heißt es für sie weiter, jeden Tag einen Film.